local time, Iraqi troops crossed the eastern border of Kuwait. Iraq has moved into Kuwait with more than 100,000 troops. President Saddam Hussein commands over a million combat-tested troops. Am 2. August 1990 überqueren Saddam Husseins Truppen die Grenze nach Kuwait und lösen die größte internationale Krise seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion aus. Eine von den Vereinigten Staaten angeführte Bündnisstreitmacht wird aufgestellt, um einen massiven Luftangriff gegen den Irak zu führen, bevor schließlich die größte Bodenoffensive seit dem Zweiten Weltkrieg im Namen der Befreiung Kuwaits beginnt. Nach Erfüllung ihrer Mission beendet die internationale Koalition am 28. Februar 1991 plötzlich den Krieg gegen den Irak. Die letzten irakischen Soldaten werden vertrieben oder gefangen genommen. Es ist ein Sieg auf der ganzen Linie. Das über den Irak verhängte Embargo, das Saddam zum Rückzug aus Kuwait zwingen sollte, ist jedoch 10 Jahre danach noch immer in Kraft. Der Angriff hatte absolut nichts mit Freiheit und Demokratie zu tun. Man musste das Image der Guten aufrechterhalten. Also hielt man die Presse fern. Es ist eine Falle und der Irak ist hineingetappt. Die USA wollten diesen Krieg. Die Moskitos leisteten härteren Widerstand als sie. Ein großer Teil von Saddams Armee stieß nie nach Kuwait vor. Es gab keine Panzerspuren im Wüstensand. Es gab keinen Krieg. Der Irak war wehrlos. Es ist ein Völkermord, Punkt. Sehr naiv zu glauben, dass das Embargo Saddam Hussein stürzen würde. Das Embargo stärkte Saddam Husseins Regime. Die CIA unterstützte Saddam Hussein und seine Baath-Partei sogar. Vielleicht gibt es andere geheime Absichten, von denen ich nichts weiß. Wenn die Regierung gelogen hat, wen würde das überraschen? Um zu verstehen, warum dieses Embargo noch immer existiert und wie es überhaupt zum Golfkrieg kam, muss ein Blick zurück auf die Geschichte westlicher Präsenz im Nahen Osten geworfen werden. In den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts entdecken europäische und amerikanische Ölgesellschaften die ersten Ölfelder im Nahen Osten und beginnen mit der Ölförderung. Das Potenzial dieser Ölfelder sollte später insbesondere für das ölarme Europa eine bedeutende Rolle spielen. Die Gewinnspannen sind enorm, während der Anteil für die nahöstlichen Regierungen minimal bleibt. Öl von der Quelle kostet kaum mehr als Mineralwasser. Der Zweite Weltkrieg verändert die Lage. Trotz ihres Sieges über Nazi-Deutschland sind Frankreich und England stark geschwächt und verlieren allmählich die Herrschaft über ihre einstigen Kolonien. Im Nahen Osten gelangen neue Herrscher an die Macht. Monarchien, die nicht länger den Schutz der früheren Kolonialtruppen genießen, werden beseitigt und durch Volksaufstände gestürzt. Die Rolle der Briten und Franzosen im Nahen Osten übernehmen nun jedoch die großen Gewinner des Krieges, die Vereinigten Staaten von Amerika. Ungeachtet eigener Ölressourcen erkennen die Vereinigten Staaten die strategische Bedeutung des Öls im Nahen Osten, dass es ihnen ermöglicht, die Sowjetunion in Schach zu halten, Westeuropa wieder aufzubauen und den industriellen Aufschwung Amerikas zu unterstreichen. Washington hofft auf eine Fortsetzung der billigen Ölbeschaffung wie in Vorkriegszeiten. Die neuen Regierungen im Nahen Osten haben jedoch andere Vorstellungen und lösen, als sie die Kontrolle über die Schätze ihrer Länder wiedergewinnen wollen, eine panische Kettenreaktion in Washington, London und Paris aus. Es kommt zum Krieg gegen Ägypten, als Nasser sich des Suezkanals bemächtigt. Im Iran verstaatlicht Mossadegh die Ölfelder und verweist die britischen Ölgesellschaften des Landes. Später wird er durch einen Staatsstreich gestürzt, an dem die CIA nicht unbeteiligt ist und er den Schah zurück an die Macht bringt. Als im Irak General Abdelkarim Qassem die Herrschaft erlangt und die Ölfelder verstaatlicht, macht im Westen der Aufschrei Kommunismus die Runde.
Saddam kam 1968 an die Macht. Der vorangegangene Putsch war das Ergebnis eines Ölgeschäfts zwischen dem Irak und dem französischen Unternehmen IRAP. Dieser Handel verstimmte den Westen im Allgemeinen, insbesondere aber die Amerikaner, die als Konsequenz einen Staatsstreich im Irak unterstützten. Die Vereinigten Staaten verbindet, was gemeinhin nicht sehr bekannt ist, eine Art Hassliebe mit Saddam Hussein, die in die späten 50er und frühen 60er Jahre zurückreicht, als die CIA den Staatsstreich Saddam Husseins und seiner Baath-Partei unterstützte, der ihn an die Macht brachte. Der Vizepremierminister und Anhänger der Baath-Partei al-Sadi hat in einem in Beirut veröffentlichten Buch geschrieben, dass wir, die Baath-Partei, im Schlepptau der Amerikaner an die Macht gelangten. Das hat er geschrieben. Trotz seiner bereits wohlbekannten Skrupellosigkeit bleibt Saddam Hussein bis 1972 für den Westen der Gute. In jenem Jahr beschloss die OPEC, die Organisation erdölexportierender Länder, den Preis pro Barrel von 3 auf 22 Dollar anzuheben. Der Irak schließt sich dem an und verstaatlicht seine Ölfelder. Saddam wird von Washington daraufhin als unzuverlässig eingestuft und in Konsequenz als terroristischer Machthaber gebrandmarkt. Die ganze Unterstützung der Vereinigten Staaten konzentriert sich nun auf den langjährigen Verbündeten in der Region, den Schah des Iran. Ab 1953 war der Schah 25 Jahre lang der Statthalter der Vereinigten Staaten am Persischen Golf und dem Nahen Osten. Zwischen 1972 und 1976 verkauften ihm die Vereinigten Staaten Waffen im Wert von ungefähr 22 Milliarden Dollar. Der Schah war unser Mann. Die Hoffnung auf eine Vormachtstellung des Westens im Nahen Osten schwindet 1979, als der Schah durch den antiwestlichen Fundamentalistenführer Ayatollah Khomeini gestürzt wird. Zu jener Zeit wird Saddam Hussein für Washington erneut zu einer wichtigen Figur. Nach 11 Jahren der Vizepräsidentschaft wird er Präsident, worauf er im Zuge einer radikalen Säuberungsaktion seine Gegner beiseite schafft und den Iran ohne eine vorausgehende Provokation oder einen ersichtlichen Grund angreift. Das Stockholmer Institut für Friedensforschung hat festgestellt, dass 52 Länder Iran oder Irak mit Waffen beliefert und 29 Länder beide Seiten mit Waffen unterstützt haben. Dieselben Länder, die sagten, wie schrecklich der Krieg sei, benutzten diesen Krieg, um ihre Rüstungsindustrie anzukurbeln und einige ihrer neu entwickelten Waffen auszuprobieren. Unsere Beziehungen zur Regierung des Irak waren sehr begrenzt, und zwar so begrenzt, dass für bestimmte Länder sowie für beide Parteien Waffenembargos galten. Waffenembargos, die die Vereinigten Staaten nicht verletzt haben. Die Vereinigten Staaten waren vielleicht die größten Heuchler unter den Ländern, die den Krieg mit Waffen versorgten, weil man zwar öffentlich die Position bezog, weder den Iran noch den Irak zu bewaffnen, insgeheim aber beide Seiten mit Waffen belieferte. Saddam Husseins Streben gilt jedoch der Entwicklung eigener, nicht konventioneller Massenvernichtungswaffen. Eine vom amerikanischen Kongress 1992 durchgeführte Untersuchung stellt einen nicht unerheblichen Beitrag Amerikas zur Verwirklichung dieses Ziels fest und belegt weiter, dass die CIA und das amerikanische Außenministerium umfassend informiert waren. Bereits in den 70er Jahren gaben Berichte Auskunft über den Umfang der irakischen Anstrengungen zur Herstellung von Massenvernichtungswaffen und den wiederholten Einsatz von Chemiewaffen gegen iranische Truppen und kurdische Oppositionelle. 1988 hatten wir keine Ahnung davon, dass Saddam Hussein chemische Waffen gegen sein eigenes Volk einsetzen würde. Hätten wir es vorher gewusst, hätte unsere Politik damals sicher anders ausgesehen. Die US-Regierung sieht sich nun fragen nach dem Sinn der enormen Kredite an den Irak ausgesetzt, die eigentlich zum Kauf amerikanischer Agrarprodukte gedacht sind, aber stattdessen zur Beschaffung von Hubschraubern, Panzerfahrzeugen, unverhältnismäßig hohen Mengen an Pestiziden, Bakterien und neueren Waffentechnologien verwendet werden. Unter den Präsidenten Reagan und Bush
schmettern das US-Außenministerium und das Weiße Haus jegliche Auskunftsgesuche des Kongresses und des Finanzministeriums systematisch ab. Von umfangreichen Waffenkäufen bis zur Entwicklung kostspieliger Rüstungsprogramme hat es Saddam Hussein geschafft, den einst reichen Irak zu ruinieren. Am Ende seines Krieges gegen den Iran 1988 steht das Land mit 40 Milliarden Dollar in der Kreide. Und genau zu diesem Zeitpunkt, als der Irak ab 1988 verzweifelt versucht, seine Gewinne aus der Erdölförderung zu maximieren, beginnt sich eine weitere Krise abzuzeichnen. Die OPEC sichert die Stabilität des Erdölpreises durch eine Begrenzung der Fördermengen eines jeden OPEC-Mitgliedlandes. Nach dem Ende des irakisch-iranischen Krieges erhöhte Kuwait 1989 seine Fördermengen plötzlich um 20% und löste damit einen Preisverfall für Erdöl auf dem Weltmarkt aus. Als Folge des kuwaitischen Produktionsanstiegs verlor der Irak fast ein Drittel seiner Erdöleinnahmen. Und das zu einer Zeit, in der der Irak verzweifelt Geld brauchte. Für die Irakis war es, als würde Kuwait ihnen in den Rücken fallen. Vom Westen begrüßt, trifft dieser Schritt Kuwaits sowohl die Wirtschaft als auch den Stolz Iraks. Denn die Irakis haben nicht vergessen, dass Kuwait vor der Abtrennung durch die Briten 1928 zu ihrem Territorium gehörte. Während der folgenden Monate eskalieren die Spannungen bis zu einem Punkt, an dem Saddam Hussein Kuwait öffentlich droht. Angesichts der Tatsache, dass Kuwait einer der wichtigsten Erdöllieferanten des Westens ist, fällt die offizielle Reaktion des US-Außenministeriums auf das Säbelrasseln Husseins ziemlich überraschend aus. There are no special defense or security commitments to Kuwait. Indirekt ermutigten die Amerikaner Saddam Hussein dazu, in Kuwait einzumarschieren. Wenn aber die Stabilität im Nahen Osten tatsächlich ein für alle erstrebenswertes Ziel ist, warum hat dann der Westen einen solch brutalen Diktator wie Saddam Hussein mit Krediten, Waffen und moderner Technologie bedient? Und warum hat das US-Außenministerium Saddam wiederholt signalisiert, dass es kein Verteidigungsabkommen mit Kuwait gäbe? Es dürfte niemanden überraschen, dass wir am Ende eines Krieges, um die daraus resultierende Bedrohung für die Region zu verringern, beide Seiten in eine produktivere Richtung zu lenken versuchten. Also auch den Irak. Ich sage nicht, dass die irakische Invasion Kuwaits etwas ist, mit dem irgendein arabisches Land einverstanden sein kann. Das nicht. Aber die Art der Umstände und die Ereignisse vor der Krise legen uns allen den Schluss nahe, dass Pläne existiert haben müssen, um den Irak in diese Situation zu bringen. Es war eine Falle und der Irak ist unglücklicherweise hineingetappt. Überzeugt davon, dass die US-Regierung nicht eingreifen wird, marschiert Saddam Hussein am 2. August 1990 in Kuwait ein. Während amerikanische Regierungsvertreter öffentlich ihre Bestürzung und Überraschung zum Ausdruck bringen, ist man im Pentagon bereits für Gegenmaßnahmen gerüstet, denn genau diese Situation hat man schon Monate vor dem irakischen Angriff auf Kuwait durchgespielt. In einer Militärsimulation mit Namen Internal Look probten wir unsere Leistungsfähigkeit für dieses bestimmte Szenario. Nicht zuletzt, um eventuell bestehende Kommando- und Grundsatzprobleme aufzuzeigen, die zwischen der Luftwaffe, der Marine und den anderen Streitkräften existieren könnten. Und während dieser Übung entwickelte sich die Krise am Golf. Alle Offiziere erzählten uns während der Trainingsphase von Truppenzusammenziehungen und davon, dass der Irak möglicherweise in Kuwait einmarschieren und Kuwait angreifen könnte. Und sie sagten uns, wir sollen darauf vorbereitet sein, weil die Situation ernst sei und dass sie dies schon seit ungefähr 2 Jahren wüssten. Es war also bereits einiges im Gange. Sie wussten, dass sie wahrscheinlich eingreifen würden und bereiteten uns auf die Operation Wüstensturm vor.
Nur wenige Stunden.